Zwei Frösche sitzen nichtsahnend im Sumpf, als sie plötzlich gepackt und entführt werden. Sie kommen in einer Küche zu sich, gefangen von einem grimmigen Koch. Er bringt Wasser zum Kochen und wirft einen Frosch in den Topf. Aber der lässt sich das nicht gefallen. Als seine Zehen das kochende Wasser berühren, springt er aus dem Fenster. Der Koch füllt den Topf erneut, aber diesmal dreht er den Herd nicht auf. Er steckt den zweiten Frosch hinein und dieser hat nichts dagegen. Der Koch dreht den Herd auf die niedrigste Stufe und das Wasser wird langsam wärmer. So langsam, dass der Frosch es nicht bemerkt. Der fühlt sich im warmen Wasser sogar wohl. Erst als es zu blubbern beginnt, merkt der Frosch, dass er erledigt ist. Das Lustige an dieser Parabel ist, dass sie wissenschaftlich gesehen nicht stimmt. Für Frösche. In Wahrheit würde ein Frosch die ansteigende Hitze bemerken und in Sicherheit springen. Bei Menschen sieht es hingegen anders aus. Wir würden fröhlich im Topf sitzen und den Herd langsam aufdrehen. Aber darauf beharren, es sei nicht unsere Hand am Regler und fragen, ob man Thermometern überhaupt trauen könne und wenn ja, ob das denn eine Rolle spiele. Das tut es. Seit 1850 sind die Durchschnittstemperaturen weltweit um 1 Grad Celsius gestiegen. Das klingt vielleicht nicht nach viel, ist es aber. Warum? 1 Grad ist der Durchschnitt. An vielen Orten ist der Anstieg bereits viel höher. Manche Orte in der Arktis haben sich schon um 4 Grad erwärmt. Steigen die globalen Durchschnittstemperaturen um ein weiteres Grad, wären die kältesten Nächte in der Arktis wohl 10 Grad wärmer. Die heißesten Tage in Mumbai wären bis zu 5 Grad heißer. Doch wie konnte es so weit kommen? Fast alles, was das moderne Leben ausmacht, benötigt fossile Brennstoffe. Kohle, Öl und Gas aus dem Kohlenstoffalter organischer Substanzen. Beim Verbrennen dieser wird Kohlendioxid freigesetzt, das sich in der Atmosphäre ansammelt, wo es tausende Jahre verbleiben kann und die Wärme herein, aber nicht mehr herauslässt. Die Wärme kommt vom Sonnenlicht, das durch die Atmosphäre zur Erde gelangt, wo es absorbiert wird und alles erwärmt. Warme Objekte geben Infrarotstrahlung ab, die eigentlich zurück ins All gelangen sollte, da die meisten atmosphärischen Gase sie nicht absorbieren. Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan absorbieren infrarote Wellenlängen jedoch. Je mehr wir von diesen Gasen in die Atmosphäre blasen, desto weniger Wärme entweicht ins All und unser Planet erwärmt sich. Stoßen wir weiter Treibhausgase aus wie bisher, werden die Temperaturen bis 2100 laut Prognosen um 4 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen. 1,5 Grad Erwärmung, also ein halbes Grad mehr als wir heute erreicht haben, gelten als Schwelle, ab der die negativen Auswirkungen des Klimawandels immer gravierender werden. Um diese Schwelle nicht zu überschreiten, müssen wir unsere Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf Null senken. Genauer gesagt auf etwas, das man in der Fachsprache Netto-Null nennt. Was bedeutet, dass wir zwar immer noch Treibhausgase in die Atmosphäre abgeben, aber genauso viel herausfiltern, wie wir ausstoßen. Das heißt aber nicht, dass wir weiter CO2 emittieren und dann binden. Mit natürlichen Methoden wäre das nicht machbar und technische Lösungen wären unerschwinglich und würden riesige permanente Lagerstätten erfordern. Während wir an der Umstellung von Kohle, Öl und Erdgas auf saubere Energiequellen arbeiten, was einige Zeit dauern wird, können wir den Schaden begrenzen, indem wir CO2 aus der Atmosphäre filtern. Aus dem sprichwörtlichen Topf zu springen, ist keine Option. Aber wir können etwas, das die Frösche nicht können. Hinausgreifen und die Hitze herunterdrehen. Willst du mehr über die spannenden Schritte erfahren, die Wissenschaftler, Politiker und Menschen wie du ergreifen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern? Besuche ed.ted.com/earthschool, um deine Neugier zu stillen und deine Hoffnung zu bestärken.